So, hey Leute und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von unserem Tangol, unserem kleinen Rattenbiest hier. Wir machen heute mal weiter. Ihr seht ja schon, ich zeige euch das erstmal jetzt hier. Ihr seht ja schon, was ich gemacht habe. Diese schönen grünen Erhellungen habe ich jetzt mal aufgetragen. Ihr seht überall. So wie hinten oder vorne, oben, unten, ist egal. Aber ich glaube, ich habe mich doch dazu entschieden, das ist mir ein bisschen zu viel des Guten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke mal, ich werde das doch mit dem Grauversatz machen. Ihr seht, wir haben nur noch vier, fünf kleine Farben hier stehen. Wir hätten hier eigentlich nur noch das Hauptgrün jetzt, was noch den letzten Schliff gibt mit dem kleinen bisschen Gelb. Und dann hätten wir entweder wir sind dann fertig oder wir sagen hier, das mit dem Grau mache ich doch. Passt auf. Und da habe ich mir was überlegt. Damit wir nicht zu viel versauen, würde ich jetzt einfach mal mit meinem Mechanicum Standard Grey, würde ich einfach das mal hier jetzt als erstes erarbeiten. Hier. Dann schauen wir uns das an. Erarbeiten das quasi weiter oder eher gesagt, wie war das jetzt? Erst hatte ich das, ich hatte mir schon was super überlegt, wie ich das jetzt mache. Oder erst das helle Grün oder erst fertig machen und erst dann das Grau. Nee, das Grau jetzt vorher. Also, pass auf, wir machen das mal und ich sehe gerade, ich merke es wieder beim Schütteln, das ist immer ganz gut, wenn ich eine Farbe brauche. So kann ich mir in einem auch direkt eine Kugel da reinmachen, weil sonst weiß ich, wie ich mich kenne, vergesse ich es ja dann so oder so schon wieder. So. Jetzt hier. Machen wir mal auf. Wichtige Anmerkung am Rand, Leute, wenn euer Pinsel irgendwann nicht mehr so malt, wie ihr das gern hättet und ihr seid mehr am Fluchen über das Teil, wie irgendwas am Reißen, dann bin ich ehrlich, schmeißt das Ding weg, auch wenn es in der Seele weh tut. Ich habe mich gestern auch von einem Pinsel getrennt. Herzschmerz war da, aber. Vor allen Dingen, weil man sich denkt, ja, scheiße, nimm's halt einen anderen, ja, kein Problem, ich habe ja 1000 Stück, aber dieser eine Pinsel ist dann irgendwie der Pinsel, den du gerade unbedingt die ganze Zeit brauchst und der soll dann der sein, der nicht da ist. Und das ist so der Moment, wo man sich so denkt, so, was soll der Scheiß? So, passt auf. Also, wie arbeiten wir das jetzt hier rein? Ich schaue mal ganz kurz, so dass ihr auch was sehen könnt. Also, wir würden jetzt rein theoretisch klar, das ganze Hintere, was ich jetzt hier bemalt hatte, würde natürlich jetzt wieder verschwinden. Das heißt, ihr malt quasi hier rein. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So hier rein in das Grüne quasi. Wo das dann so hell ist. Das lasst ihr dann quasi stehen. Ja, passt auf, ich mache nochmal ein bisschen was. Wo habe ich das denn angerührt? Da. Quasi jetzt hier oben zum Beispiel. Da, wo das helle ist, das lassen wir. Das dunkle, vom dunklen gehen wir quasi rüber. Ja, und das machen wir jetzt einfach mal. Und dann malen wir den Rest nämlich auch an. So, damit das wie so ein kleiner, entspannter Übergang gibt. Weil ihr ja keinen Shade und nichts mehr auftragt dann. So. Wir machen das mal jetzt hier. So, noch einen Moment. Kamera ist wieder ein bisschen rüber hier rutscht. Wir drehen mal das ganze Ding um. Ich hoffe, man sieht das Ganze jetzt. Auf den Kopf. So. So, ihr seht alles? Ja. Sehe ich alles? Nö, aber ist ja nicht so wild. So. Wir gehen hier von dem Hellen, suchen uns so eine kleine Linie und dann können wir hier rüberziehen. Ja, und das machen wir natürlich hier quasi auch. So, dass das ein schöner, entspannter Übergang gibt. Ansonsten müsst ihr einfach mal die Farbe etwas noch mehr verdünnen. Und dann habt ihr hier so einen Übergang halt drin, ja. So.
Das ist ja dann euch überlassen, wie viel ihr quasi als Übergang davon nehmt. Mal sehen, jetzt brauche ich mal wieder neue Farbe. Ich werde das jetzt Ganze jetzt mal, pass auf, ich werde das jetzt mal ganz kurz testen mit euch, denn ich glaube, das lohnt sich gerade gar nicht zu überskippen. Ich nehme jetzt mal mehr Wasser, so dass wir nicht einen Shade unbedingt haben, aber schon so ein bisschen was flüssiger das Ganze. So. Gut, hier hinten ist ja eh YOLO, ne? Da ist ja völlig egal, was wir da tun. So, jetzt drehen wir das mal wieder um und schauen mal, was wir da. Ein Moment, da muss ich mal ganz kurz jetzt, auch wenn das für euch ein bisschen doof ist zu sehen, aber sonst komme ich da nicht mehr ganz dran. So. Ich versuche nochmal für euch hier ein bisschen den Fokus auch zu ziehen. So. Und dann einfach eine weiche Kante rüber zu ziehen. So. Das sieht sehr schön aus. Ihr könnt ja auch selbst variieren, wie viel ihr quasi dann davon in dem Grau macht. So, das lassen wir jetzt erstmal so. Jetzt sehe ich gerade wieder professionell. Ah doch, ich habe doch noch ein paar Tücher hier gehabt. Ich war mir nämlich nicht ganz sicher. So, so viel braucht den Pinsel gar nicht auswaschen. Jetzt kommt nämlich die nächste Farbe. Die wird aber jetzt ein bisschen mehr verdünnt. So, gehen wir erstmal wieder hier ein bisschen zurück. So. Ach ja, die Farbe ist, tada, Dawnstone. Und dann kommt danach noch Administratum Grey, weil das ist das hellste dann davon. So. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, weil das wird quasi jetzt so ja auch aufgetragen, wie auch das hellere Grün quasi, was ich hatte. Doch, das helle Grün, wie hier auf den Flammen dann, ja. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, dass wir auch hier die hellsten Stellen nehmen. Fokus wäre ganz geil jetzt noch. So, ich versuche es mal so. Ja, so würde es gehen. So. Ja, so würde das Ganze dann aussehen. Einmal drehen. Ja, so ist natürlich die Figur sehr, sehr doof zu halten auch. So, ich hoffe, so könnt ihr was erkennen. Ja, also eigentlich solltet ihr was sehen. Und dann einfach nur die Stellen nehmen, wo ihr denkt, ah ja, okay, das wäre eine gute Stelle dafür. Ja. Und ihr seht, dann sieht das schon so aus. Jetzt können wir natürlich jetzt können wir auch mal das helle Grün nehmen. Also das Mood Green, glaube ich, war das, oder? War das das Mood Green? Ja. Und schauen einfach jetzt mal, weil hier würde jetzt noch, obwohl, Quatsch, Quatsch. Wir fangen jetzt hier mit Administrator Gray noch an. Das sollen nämlich nur so ein paar ganz kleine helle Scheinchen. Ach du Scheiße, wie sieht die Farbe denn aus? Boah, die habe ich aber auch schon seit 20 Jahren nicht mehr benutzt. Wie man sieht, hier so kann eine Farbe auch später mal aussehen, Leute. Das ist höchste Eisenbahn immer. Entweder sie zu verbrauchen oder, ja. Am besten sie zu verbrauchen. So, ich habe das jetzt mal mehr wie so ein Shade gemacht, weil das Ganze werde ich jetzt mal hier wirklich nur so auf die äußersten hellen Kanten auftragen, punktweise.
Also quasi mehr nach hinten raus, vorne weniger Punkte, nach hinten dann mehrere. Ja, und dann sieht das Ganze so aus. Ihr müsst euch ja die Figur auch ein bisschen weiter weg vorstellen, ungefähr so. Ja, und dann sieht das mit diesem Grau doch ziemlich, ziemlich geil eigentlich aus, finde ich. Ihr müsst bedenken, ich versuche sie zwar meistens nach dem GW zu malen, quasi, wie die auf der Verpackung quasi zu finden sind, aber ihr müsst auch immer bedenken, ich male die vor allen Dingen so an, wie sie mir natürlich am besten gefällt, denn schließlich bin ich der, der die Figur später auch immer anschauen muss. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, seht ihr, dass es mir gefällt. So, das finde ich schon ganz cool an sich. Dann hätte ich nicht gedacht, dass das, weil die meisten arbeiten ja mit verlaufenden Farben so, ne, dass das richtig so übergeht. Aber ihr seht, es geht auch ohne. Ja, dass ihr quasi entweder eine Airbrush benutzen müsst oder wirklich die Farben so nass auftragt, dass ihr sie ineinander reibt. Geht auch ohne, geht mit ganz einfachen Tricks, wenn man ein bisschen mit dem Wash arbeitet, mehr oder weniger die Farbe was verdünnt, geht alles. So, Mood Green. Machen wir jetzt mal da oben noch dran. Und ich sehe jetzt schon, wir haben diese Folge läuft jetzt über 12 Minuten oder mindestens 12, schätze ich mal, 10 locker. Ja, und ihr seht, ich habe gerade mal 4 Striche gemacht. Also ihr seht, was das an Zeit wegnimmt, Leute. Das ist so krank, was das an Zeit wegnimmt. So, und jetzt mache ich nämlich dasselbe, was ich mit dem allerhellsten Dingsterbumster grau gemacht habe. Mache ich quasi jetzt gut verdünnt. Quatsch, da war gar kein Wasser drauf. Gut verdünnt mit dem Grün. Natürlich ist das eine sehr helle Farbe, damit nicht deckend und. Das ist immer ziemlich kacke irgendwie. Aber wir schauen jetzt mal. So, ihr könnt was entdecken. Und jetzt pass auf, machen wir nämlich wirklich nur. Ihr seht das, ne? Ja. Nur auf den erhabensten Stellen. Ziehen wir das nochmal drauf. Und wir wollen ja auch nicht zu viel von dem anderen Grün verdecken. Also wie gesagt, wenn es euch zu viel deckt, auf jeden Fall, Leute, auf jeden Fall müsst ihr dann bitte mehr verdünnen. Und das machen wir jetzt natürlich auf der anderen Seite auch. Figur immer vorsichtig berühren, ihr wisst, sonst jetzt ist mir die Farbe schon so schnell weggetrocknet. Ihr wisst, sonst blättert vielleicht die Farbe in einem ab oder was ja noch doofer wäre, sie geht ganz ab halt und das wäre nicht so optimal. So, jetzt gehen wir hier auch über rein, quasi in das Grau. Ihr seht, wir ziehen hier ganz feine Linien. Ich hoffe, ihr seht das immer alles, weil ich achte natürlich sehr viel auf die Figur, nicht auf mein Bild. Der Vorteil hier ist, Leute, wenn ihr euch hier vermalt, ist nicht schlimm, denn ihr habt keinen Shade, kein nichts. Das heißt, ihr könnt einfach mit der Hauptfarbe nochmal, die ihr vorher hattet, einfach drüber malen. Aber jetzt sehe ich gerade, jetzt muss ich hier mal ganz verkrüppelt gerade halten, weil ich wollte hier ja noch. Das wollte ich hier auch noch haben. Und jetzt können wir einmal hier oben quasi hoppla. So, hier oben habt ihr ja auch noch was. Könnt ihr einmal so rüber gehen. So. Und das Ganze sieht dann so mittlerweile aus. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Es sieht natürlich immer ein bisschen anders vor der Cam aus, wie natürlich in echt. Man muss auch immer sagen, natürlich kommt es aufs Licht auch drauf an, was ihr jetzt seht, aber so viel macht das jetzt mit dem Licht auch nicht aus. Entweder das sieht scheiße aus oder das sieht halt nicht scheiße aus. Da hat das mit dem Licht wenig zu tun. Jetzt kommt hier das Gefährlichste, womit ihr viel ruinieren könnt, wo ich auch selber nicht weiß, ob ich da so ein
Fan sein soll von, denn das macht ihr quasi jetzt nur noch zum Schluss drauf, das Yellow macht ihr jetzt quasi nur noch drauf als Shade, wirklich als Shade, also gut verdünnen und zwar nur auf die kleinsten Kanten quasi, also quasi schimmert das Gelb ist ja so hell, das schimmert ja eh durch alles, was drunter ist, aber ihr macht es jetzt so dünn, dass ihr es quasi wirklich als Shade auftragen könnt und dies wird dann nur auf die i-Tüpfelchen, Pünktchen quasi aufgetragen. Ja, und das probieren wir jetzt mal. Entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Oder wir sagen sogar zusammen, oder ich eher gesagt, vor der Cam dann jetzt, das sieht ja super, mega, mega scheiße aus. Und das wollen wir jetzt mal testen. So, jetzt muss ich mal selber kurz überlegen, wo mache ich das jetzt hin, diese super i-Tüpfelchen als Shade. So, ihr seht das, ne? Ja. Ja, ein bisschen viel Gelb. Einfach mit dem Finger wieder abtupfen, dann kann auch nichts passieren. So, einfach ein bisschen immer. Ja, doch, diese gelben Pünktchen da ganz leicht drauf, nur an bestimmten Kanten und Ecken. Hat wirklich was. Ist aber, finde ich persönlich, jetzt mehr Spielerei wie sonst irgendwas. Und von daher, finde ich, kann man es machen. Muss man aber nicht. Mal sehen, da mache ich noch einen Strich hin. Und natürlich wieder hier oben. So als kleinen Übergang. Also das müsst ihr mal selber sehen, wo ihr da überall was hinmacht. Und so würde das Ganze dann auch aussehen bei euch. Oder noch was besser natürlich, kann ja auch sein. Wie gesagt, aber so könnte das Ganze, wie gesagt, wenn ich euch das jetzt hier so dran halte, dann sieht man natürlich jeden Pinselstrich und das sieht ja dann auch nicht immer so toll aus. Also ihr müsst schon ein bisschen von der Figur immer mal wegschauen, weil niemand, sag ich mal, geht bis auf 5 cm an diese Kackfigur immer ran und sagt, oh, da hast du aber einen Pinselstrich falsch gemacht. Ne? Also solche Klugscheißer mag man ja eh, ja. Aber ich sag mal so grob, so dass man sagt, wenn du selbst damit spielen würdest, so 10, na 10 ist ein bisschen auch gut, so 20 bis 30 cm bist du von der Figur eh weg. So seht ihr quasi die Figur jetzt auch so in der Entfernung. Ihr seht das Ganze, so sieht es dann aus. Ich werde das Ganze jetzt natürlich noch überall bei den anderen Stellen machen. Das wird ein bisschen mehr wieder Zeit dauern. Daher werde ich nur diesen Schritt natürlich skippen. Aber ich habe natürlich diesen Schritt für euch bis zum Schluss dann aufgenommen. Ihr seht, die Folge wird auch gleich voll sein, wenn ich euch dann noch den Rest gezeigt habe. Und dann geht es in der nächsten Folge auch schon ganz easy peasy mit der Base. Und dann ist unser Tangol auch schon fertig. Mich würde es riesig interessieren, wie ihr ihn findet, was ihr davon haltet, wie ich ihn angemalt habe. Und haut ruhig alles raus. Solange es nicht beleidigend ist, bin ich ziemlich tolerant bei allem. Also wie gesagt, man kann ja immer was dazulernen. Wie gesagt, nur so auf sehr große Klugscheißersprüche kann man, finde ich, verzichten. Weil ich denke mal, jeder macht irgendwo Fehler. Und von daher ist das immer ein harmonisches Miteinander auf meinem Kanal hoffentlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch wieder Spaß gemacht zuzuschauen bei dieser Mal-Session. Und ich bedanke mich wieder für alle Aufrufe, Likes, Kommentare und geteilten Videos, wie auch immer. Und ja, dann sage ich mal, bis gleich und ihr kriegt dann noch den Rest. Wenn euch wieder das Ganze natürlich gefallen hat, gerne liken, teilen, kommentieren, abonnieren und so weiter. Ansonsten vielen Dank, bis gleich.